Einen wunderschönen Tag. Ah, ne, Quatsch. Hallo, ihr Hübschen. Ich bin gerade, sitze ich hier abends in der Dunkelheit mit mir und möchte euch erzählen, dass es schon weihnachtlich sehr. Und ich wollte eigentlich auf mehrere Sprachen euch über Weihnachten erzählen, also auch Türkisch und Holländisch, Polnisch, Italienisch, Französisch, Englisch. Oh, und ich leider brauche ich ein bisschen Unterstützung dabei. Ich kann noch nicht Weihnachten, Merry Christmas heißt Englisch, Weihnachten auf Italienisch oder Spanisch ist mir gerade entgangen, muss ich mal sagen. Es ist sehr schade und tut mir leid, das war Polnisch. Ich komme durcheinander mit den Sprachen. Also ich kann euch sagen, ich vertausche viele Sprachen miteinander. So, Italienisch und Spanisch hören sich auch ein bisschen ähnlich an, ne? Meiner Meinung. Russisch und Polnisch ist gleiche Theater mit mir, dass ich das immer vertausche, die beiden Sprachen, ja. Das ist echt ein bisschen problematisch. So, dann habe ich noch Probleme mit Türkisch und Arabisch, die sind auch ein bisschen so ähnlich. Ja, hört sich ein bisschen ähnlich zwischendurch an, aber naja, ich will ja auch keine anderen Sprachen, Menschen von den anderen Ländern ein bisschen zusammenschmieren. Also ich meine, die Sprache, ne, ist egal. Nicht egal, also ich meine das nur so. So, und ja, Deutsch und Holländisch ist gleiche Theater. Also wenn man in Bayern ist zum Beispiel, hört sich das manchmal auch so an wie Holländisch. Oder, ja, keine Ahnung, wie auch immer. So kommt mir das manchmal vor. Also ich kann auf jeden Fall viele Sprachen verstehen und spreche dann, also ich meine, ich antworte dann in Deutsch, wenn ich dann jemanden treffe, der irgendwie auf eine andere Sprache spricht. Das gebe ich jetzt mal zu. Es ist auch richtig, macht mir das Spaß, aber ich möchte auch gerne, also von Herzen gerne, Leute, würde ich wirklich einige Sprachen selber auch können, so wie Französisch, Spanisch, Italienisch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch, Russisch, was noch? Was waren denn das noch für Sprachen? Mein Computer hat gerade ein Problem. Türkisch, natürlich habe ich schon gesagt, ne? Ja, was war denn? Ach, Holländisch wäre auch nicht schlecht, das richtig noch mehr zu sprechen. Ja, was haben wir denn noch für Sprachen? Ja, Österreichisch und Schweizerisch, es wäre auch nicht schlecht, das hört sich auch immer schön an. Das kann man auch lernen, wenn man möchte. Aber irgendwie komme ich nicht dazu, Leute. Das ist alles, wenn man diese ganzen Sprachen lernen möchte. Also das wären ja fast schon 10 Stück, ne? Das ist, das macht meinen Kopf ein bisschen zu viel, ist für meinen Kopf. Ach so, es reicht ja schon, wenn ich Deutsch vernünftig oder versuche, ein bisschen besser zu sprechen und ein bisschen besser zu formulieren. Denn ich habe auch ein Deutschproblem. Ein richtiges deutsches Problem. Ja, Leute, es gebt mir zu. Ich habe IE, schreibe ich zu viel, einmal zu viel S oder ich mache ein H irgendwo zwischen 2, 3, 4, 5, 6 Ls oder sonstigen Sachen. Ich gebe es zu und ich kann euch sagen, die deutsche Rechtschreibung, Leute. Es wurde ja irgendwann was verändert daran. Ich weiß nicht mehr, was für ein Jahrgang das war, aber das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Also S, C oder 2, S, 3, S, weiß ich. Also ich kann nicht sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ich weiß nur. Ich probiere alles, was geht und manchmal schreibe ich dann einfach, was mir kommt, ne? Und wenn ich dann wahr oder Wahrheit mit H oder R oder 2S oder Rs oder was weiß ich schreibe, tut mir leid, Leute, das ist meine Zusammenstellung der Wörter. Das kommt einfach so. Erstmal dazu, also jetzt habe ich mich schon entschuldigt, Leute. Für was entschuldige ich mich, weil ich einfach manchmal was falsch schreibe. Ich meine, Tatü ist ja auch nicht schlimm, ne? Also das geht auch schnell. Also ich meine, überhaupt, ne? Also... Und jetzt gehe ich auch noch dazu. Ich gebe zu, ich habe einen kleinen Dialekt in mir reingesprochen, weil ich einfach so gedacht habe, ich spreche auch manchmal so. Also ich meine, jetzt, wenn ich viele Leute mitarbeite mit verschiedenen Sprachen, dann kommt mir das immer über, dass ich versuche, nicht versuche, sondern ich habe dann immer das Gefühl, ich möchte doch in ihre Sprache, Landessprache, auch antworten. Aber das klappt nicht ganz so, aber dafür tue ich voll mit Dialekt, dann fange ich an und dann fragen sie mich, oh, wo kommen Sie her? Aus Holland? Ach, Polnisch? Ach, aus Polen oder so? Ach nee, vielleicht doch aus Russland oder doch aus Türkei? Ach, mein Gott, okay, also ich habe, oder doch aus Berlin. Auch Berlin ist ja nicht Ausland.
Naja, aber nicht so schlimm, die Berliner sprechen auch. Also 3/4 10 oder 3/4 vor 10 oder wie auch immer. Ne, Quatsch. Wie geht das nochmal? Ach, scheiß drauf, gell, Leute. Ich scheiß wirklich drauf. Sprache ist schön. Das Herzenssprache ist Liebe. Liebe so oder machen wir so. Liebe, Liebe ist, das heißt übrigens, ich habe jetzt gelernt ein bisschen wieder, das ist auch Gebärdensprache Liebe. Auch Liebe, I love, I, also, I love you, also you, so, ne, also das ist ja so, das ist das L, das ist das I und das ist das X, Y, so, wenn wir mal schon mal dabei sind, auch mit Gebärdensprache, auf deutsche Gebärdensprache und auf amerikanische Gebärdensprache zu sprechen, so, muss das ja auch einheitlich etwas sein. Aber das geht auch weniger, Leute. Das ist ein bisschen komisch. Also nicht meine... Die amerikanische Gebärdensprache ist anders als die deutsche. Das ist genauso wie deutsche Sprache und polnische oder weiß ich nicht was. So. Und das wollte ich mal erwähnt haben, ne, weil ich gerade so im Fluss der ganzen Sprachlernzeichen bin. Aber ich habe Köpek und Küpek. Also ja, ich weiß, Leute, ich sage jetzt keine bösen Wörter von türkischem Land. Weil ich habe das ja auch gelernt, ich gebe zu, also mitgekriegt in meine Ohren. Das sind nicht so schöne Wörter und oh man, darf man nicht sagen, no. Also das ist jetzt auch nicht, das ist nicht türkisch, das war Englisch, ne, no, ich weiß gerade, dass das Englisch ist, ne. Ich habe ein bisschen zugelernt, auch in anderen Sprachen, so wie Undo Stretali, das war Italienisch, und ich weiß nicht mehr weiter. Ich könnte ja mal mir Informationen geben. Ich meine, ihr könnt mir ja nur zusehen und mir das, wenn ihr das schreibt, ne? Das kann ich auch verstehen, aber ich wollte das ja sprechen, Leute, und nicht nur schreiben. Also ich meine lesen, wie auch immer. Und das ist das Problem in meiner ganzen Situation, wo ich so gerne so viele Sprachen lernen möchte. Aber ey, Leute, kein ruhig bleiben, Leute. Ich fange erstmal nur mit Gebärdensprache an. Vielleicht mache ich dann auch nächstes Jahr oder in ein paar Jahren weiter Gebärdensprache auf Amerikanisch. Dann geht das vielleicht auch mit Englisch mehr. Und dann kommen die anderen Sprachen zugeflogen und ich spreche demnächst nur noch 10.000 Sprachen. Ach ne, Quatsch. So viel gibt's auch, glaube ich, gar nicht. Also ich schaue darauf. Ich meine, wirklich, das ist mein Herzenswunsch. Ich würde ja so gerne andere Sprachen sprechen. Aber ich kann nur ein bisschen Deutsch. Ne? Und das reicht doch, oder? Und wenn das nicht verstehst, ne, dann schalt um oder guck woanders rein, wo du deine Sprache verstehen kannst. Ne? Also ich meine, türkische Sender gibt es auch überall. Ich meine, du googelst einfach und machst auf YouTube, tust du Türkisch rein oder Russisch oder Japanisch oder Chinesisch oder... Oh, da fällt mir ein, die Indisch ist auch nicht schlecht. Indisch wäre da auch nicht gar nicht schlecht, glaube ich. Indische Sprache wird auch nicht schlecht. So, jetzt habe ich genug gesprochen über ganz viele Sprachrhythmis, Rhythmen, Wort. Ich habe schon mit der Wortfindungsstörung. Wortfindungsstörung, glaube ich, weil ich so viel im Kopf habe und ich gerne so viel machen möchte, würde. Aber Leute, dafür bleibt mir keine Zeit. Also, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und kriege schon graues Haar. Auch wenn es jetzt rot ist, ne? Also. So viel dazu. Denn ich habe ja noch was vor, Leute. Ich möchte ja reisen. So, mein Wunsch ist ja auch mein Tour-Wohnmobil. Mein Tour-Wohnmobil, ja genau. Dieses richtig tolle Tour-Wohnmobil. Dann halt noch diese Gebärdensprache, das auch einzusetzen. Und auch mich auszutauschen mit Menschen, die das benötigen. Oder überhaupt auch so sprechen und ich meine Gebärdensprache und sprechen können. Das und was sich dann daraus noch weiter ergibt, das wird sich dann fügen oder so ähnlich. Wobei ich ja schon einige Sachen im Kopf habe, Leute. Ich habe ja so Ideen. Auch ich sprudel voller Ideen, aber ich sage das noch nicht ganz so viel, weil ich wollte das auch erstmal aufschreiben. Dann habe ich auch angefangen. Ich habe schon ein Inhaltsverzeichnis für mein Buch. Ja, ich habe schon angefangen ein bisschen. Aber ich habe die technische Möglichkeit immer noch nie, genauso wenig für meine Webseiten. Leute, und ich habe euch mal gesagt, dieses ganze Theater mit dieser ganzen, dieses Webseite, die sehen ja schlimm aus, Mensch.
Ich wünsche mir einfach was Schöneres. So. Und ich weiß, dass ich das auch irgendwann machen werde und dass das auch möglich wird. Aber jetzt erstmal ist nur noch dies, also diese Sache hier möglich, was ich hier betreibe. Und dass ich mich einfach ein bisschen selbst unterhalte oder euch unterhalte, ob es euch gefällt oder nicht, das ist eure Sache. Und ich wollte das nur mal gesagt haben. Und werde das gleich vielleicht sofort hochladen, das Video hier. Denn es muss einfach raus. Es musste da einfach raus, Leute. Und ich kann euch noch sagen, ich habe vorproduziert. Ich habe jetzt für die nächsten Tage, kommen immer jeden Tag, weiß nicht mehr, wie viel Uhr habe ich auf Terminplanung im YouTube gesetzt, dass ich bis zum 24.12. Videos habe. Und am 25. oder 26. wird es wahrscheinlich kein Video geben, weil ich sonst müsste ich das morgen schon vielleicht vorbereiten. Was wollte ich sagen? Ah, genau. Weil es ja Weihnachten und ich feiere mit meinem Schatzi. Ich hoffe, dass der bis dahin wieder gesund ist. Denn er hat mich heute angerufen und hat gesagt, oh, ich habe Durchfall und mein Gott und alles mögliche. Oh, Scheißdreck. Oh, mein Gott. Oh. Ja gut. Gute Besserung, mein Schatzi. Und weiterschlafen. Was noch immer kommt. Ach ja, dann hat er noch gesagt, er hat Fieber. Ja, dann ist es wohl Grippe. Die Grippe. Ah, die Grippe. Weil der ist auch da. Die ist hier. Das ist aber die Grippe. Die Grippe. Also ne, das ist ja auch so eine Sache, ne? Du musst ein K vor der Grippe machen und von ein G vor der Grippe. So, so deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber ihr wisst Bescheid, also das, die Grippe ist die heilige Grippe und die Grippe ist eine ganz schlechte Krankheit, Fieber und sonstige Nebenwirkungen, die da eintreten. Die aber auch sehr schnell wieder von dannen gehen kann, wenn man das vernünftig behandelt oder auch mit sich gut umgeht, sag ich mal dazu. Und sich auch eine Ruhe und eine Pause gönnt. Ich trinke mal kurz was. Oh, da hat er meine einer Durst. So. Ich habe jetzt auch wirklich 12 Minuten schon gesprochen. Es ist ja auch langsam Zeit, ins Bett zu gehen, Leute. Nein, ihr könnt auch gerne wach bleiben und weiter nach mir schauen, was es noch für Videos gibt. Oder einfach weiter seppen in der ganzen Möglichkeiten, Programm, Sitzungen, der alles gibt in dem Internet und auch auf dem Fernsehen. Wobei es ist ja gleich 0 Uhr, Leute. Da könnt ihr euch bestimmt auch, also die Männerwelt, können sich die schönen Nummern angucken. Wer jetzt keine Frau nebenan hat oder so. Späßchen, ne? Also wählt die 0190-237-84 und danke, ich trinke kein Bier und höre zwischendurch mal WDR4. So. So viel dazu. Da könnte ich auch noch ein Liedchen sagen. Also das heißt heißer Sex am Telefon, Leute. Das hat Nicole gesungen auf der CD Visionen von 1999 und das finde ich einfach super irgendwie. Oh, das ist einfach cool. Und das, der eine Ding da drin, in diesem Lied, ja. Du, ich heiße Tanja, bin 17 und ganz wild. Aber mir bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ja, und diese Stimme. Oh, oh, oh. Ich weiß sogar, wer das war und das eingesungen hat. nur mal so zur Information. Das kam nämlich auch so. Irgendwann kommen die Leute alle zu mir. Besser gesagt, nein, das ist Resonanz oder Anziehungskraft oder Gedanken oder keine Ahnung. Schicksal, wie auch immer das sagen kann. Ich sage dazu, es ist wunderbar, diese Frau kennenzulernen. Ich meine, Kontakt zu haben, ne, und bei Internet. Und auch nur zufällig, weil ich Fernsehen gehabt habe und da rumgesäppt habe und auf einmal. Oh nein! Die hat Background-Sängerin aus Nicole's Day. Oh Gott, da habe ich sie eingeschrieben und dann auch, ja, das habe ich mich verarscht. Ach nee, Quatsch. Ich habe mich, upsi, Wohlliebe. Oh ja, yeah. Ich mag dich, yeah. Ja, ja, ich mag das, Leute. Ja, danke. Wundervoll. So, das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Und das ist Essen. Oder Küssen. Ist egal. Ich werde das noch ein bisschen lernen. Also ich möchte nur mal dazu sagen, Gebärdensprache habe ich auch gekonnt oder kann ich eigentlich auch, genauso wie einige andere Sprachen auch, wenn ich, ich möchte nochmal dazu sagen, wenn man mit diesen Menschen Kontakt hat, oder besser gesagt mit diesen Sprachen Kontakt hat und diese dann auch öfters hört und öfters auch selber anwendet, dann kommt man schneller da rein, dass man das auch lernt und dabei bleibt. Und das ist bei mir auch so der Fall.
dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammen in Anführungsstrichen Orgel spielen würde, weil das einfach die Zeit bringt oder weil wir Zeit dafür haben oder weil ich jemanden kennengelernt habe, der mit mir gerne Orgel spielt, was auch immer für Lieder, dann kann ich auch nach ein paar Tagen richtig wieder Orgel spielen, in Anführungsstrichen. oder auch andere Sachen. Also ich meine, wenn man mit Sachen, die man gerne mag und machen möchte, sich auseinandersetzt, und ich meine auch so wie Anziehung, so wenn du jetzt ins andere Land ziehst oder in ein anderes Land gehst zum Beispiel und du möchtest da die Sprache lernen und du wirst sie dann auch lernen, weil du ja dich da austauschst mit den Menschen, die das sprechen, also die andere Sprache. Und so ist das mit den ganzen anderen Sachen auch, bei mir zumindest. Und ich habe mir ein paar Videos bei YouTube angeguckt, geschaut, ja, Gebärdensprache. Und mir kam es dann über mir und ich habe gedacht, nein, ich habe wirklich gedacht und saß da vorne und gesagt, so, wie kann man das vergessen oder wie kann man das eine oder andere einfach etwas verlernt haben oder einfach nicht angewendet haben. Ganz einfach, weil man damit ja das nicht angezogen hat, besser gesagt, damit keinen Austausch hat, ja. Also wenn ich jetzt mit keinen Austausch habe, wie zum Beispiel auch Musikrichtungen. Wenn ich mit keinen Schlager-Volksmusik-Austausch habe oder Punk oder was weiß ich, dann hört man das nicht, dann singt man das nicht, dann was weiß ich, dann ist es einfach so, meiner Meinung. Also das ist meine Sache so. Und noch ein anderes Beispiel kann ich euch erzählen. Ich habe 2005 mit Internetradio angefangen. Und es war Internetradio, Leute. Und ich habe das Internetradio ist halt, du bist im Internet, du hast dann Chat, du hast dann Stream, heißt das. Du machst dein Radio, du moderierst das und was weiß ich. Und überhaupt, das macht ja Spaß. Ist so, du bist auch eigentlich also kein Moderator, in Anführungsstrichen, sondern so dein DJ. Du nimmst Musikwünsche über Chat an und so weiter und so fort. Oder E-Mail. So, aber dann habe ich gedacht, so, ich habe das bis 2007 so gemacht, glaube ich, in Anführungsstrichen, also einige Zeit. Internetradio und dann habe ich mir gewünscht oder mir gedacht, so ich, ey, Leute, schön und gut, alles Internetradio, man hat in ganz Deutschland halt seine Leute da für einen Sender, in Anführungsstrichen, und man trifft sich weniger oder man ist nicht persönlich zusammen halt, ne? Also man hat keinen Kontakt mit diesen Menschen, ja? Dann habe ich mir halt gewünscht, auch mit Menschen zusammen Radio zu machen und Kontakt zu haben und was weiß ich, Radiotreffs oder Radio-Redaktionssitzungen oder wie auch immer. Also habe ich dann mir gesucht, besser gesagt, ich habe das sozusagen gefunden das, und habe einfach nur gegoogelt oder wie auch immer. Ich bin erstmal auf Krankenhausfunk gekommen und der war in Werne, dann bin ich da hingegangen und habe gleichzeitig war ich auch gleich beim Bürgerradio in Hamm und hatte natürlich in der Zeit dann auch Kontakt zu den Menschen. So. Und dann ist man ja auch wieder in, ja, ganz anderen Verhältnissen, wie, und man hat auch Austausch sozusagen. Wie halt, wenn man nur Internetradio macht und nur an seinem PC, an seine Sache sitzt und man tauscht sich zwar im Chat oder per E-Mail aus, aber weniger halt persönlich. Und das war mir halt. Dann in der Zeit auch irgendwie wurde mir das wichtiger, also und wichtig, dass ich dann halt auch Menschenaustausch habe, also so richtig persönlich und so. Und das hat auch Spaß gemacht, also nicht halt auch Spaß, das macht ja auch Spaß. Also ich mache das ja heute noch, dass ich zwischendurch im Krankenhausfunk mache. So viel dazu. Und deswegen kann ich auch nur sagen, wenn ich jetzt wieder aktiv Gebärdensprache, nicht nur, dass alle überhaupt einige Wörter noch mehr, oder überhaupt nicht Wörter, sondern einige Zeichen noch mehr lerne oder überhaupt mich damit mit Menschen austausche, die das benötigen, wie auch immer, dann glaube ich nicht, dann glaube ich, dann weiß ich auch, dass ich wieder voll drin bin und ich dann wieder meine Freude daran habe, mich damit auszutauschen. So viel dazu. Und ich habe, glaube ich, in irgendeinem Video das auch erwähnt und gesagt, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt wirklich mit Gebärdensprache ganz anfange und mich austausche, dass irgendwie irgendwann ein Text in mir hochkommen wird und daraus ein Lied wird.
Und darauf freue ich mich wirklich schon, weil ich habe das nicht das Gefühl noch, ja, das ist halt, es kommt halt die ganze Zeit, das ist in mir so. Ich weiß aber, dass es halt noch Zeit ist und dass es halt noch, dass es halt noch wachsen wird und wie auch immer. So viel dazu. Jetzt bin ich jetzt in meine normalen Stimmlage gekommen und ich wollte euch einfach nur ein bisschen davon erzählen, was ich gerne, ja, nicht nur mir wünsche, was einfach nur in mir gerade steckt und was sich so entwickelt, sozusagen, so mal so schweifig hochläuft. Entschuldigung. Und daher wünsche ich euch trotz alledem eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Bis dann, ciao.